Halleluja. Ich habe auf dem Herzen, dass wir den Heiligen Geist einladen. Dass wir aufstehen, dass wir uns hingeben. Er ist der, der das Werk an unseren Herzen tut. Und er hat so viel Arbeit mit uns. Und er macht es so gerne, da können wir uns ein wenig Zeit für ihn nehmen. Lass uns unsere Hände ausstrecken. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir brauchen dich. Wir sind absolut abhängig von dir. Wir bekennen das, wir können ohne dich überhaupt gar nichts tun. Wir lieben deinen Dienst, wir schätzen deinen Dienst, wir danken dir für deine Mühe, für deine Geduld an uns, an unseren Herzen. Und wir laden dich ein. Tu du dein Werk an unseren Herzen dieses Wochenende. Halleluja. Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen hier, dein Werk an uns zu tun. Danke, dass du das, was du hörst beim Vater, dass du das hörst beim Sohn, dass du es in unsere Herzen bringst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns Jesus ähnlicher machen willst. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und wir laden dich ein, stärker unsere Herzen zu berühren. Wir sagen, Herr, unsere Herzen sind offen. Unsere Herzen sind offen für dein Wirken. Halleluja. Lass uns einen Augenblick nehmen und in Sprachen beten. Kore sakarabalarabaso koroboko Ore balararati kiandarabase karabasharabaso korobolorositia. Hore babaso koroboko sharabalarabasi andarabasarte. Kora talarabasi andarabasorianda. Kosi kiandarabaso roboloro shakaratata. O sibi andarabaso koroboloroboshe karabasatrabaho robokoshoraba. Korianda raselta ramangorti alla rabassetrava, preboko shodo namasarti alla rabo chorobukusha. O re basilia rabassoto nonomo, ketara namasiti boko selta ramassorto, preboko sabu ke marta la laita satotro mangianda. Sikara massoto loro boko sheta rabassarte, preboko soloro mongoto yasianda. O shekara masia da rabassoko robosho rabalatatia. Pribolo robo kushaka rasata ramangata la lalabasoto. Porobo koseta ramasia namasoto lololobosoto. Ela basia namakortela. Hobosha ramasato yo robo kosalta rabakorta la rabasetra. O rebasoto lolobo korobo kushora basoto lolobo choraba. Kibianda rabaseta la lalabasoko robo kosheta rabasate. Probo kosheta la rabasia nda rabaseka ratanda yasetro. Pokoro tolololobosoto romo chora bakashara basetara labati. Pekaselta ramazoko rela lalabasarta. Prusho robo lorobo kushata namaseta larabataraba. Koreba kasate lalamaso robo kusheta nanamasate. Poko sela ramatia ndarasotro. Korobo shata lararaseta rabakurto lorobosarti. Orta lalalabasetra mangorte. Peka salta ramasato lololobo sharaba. Ore dalalalasia darakarabo kushata. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Gut, ihr habt schon aufgehört. Gut, dann setzen wir uns. Wir haben das schon mehrfach gehört, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte oder bewahre dein Herz. Es gibt eine interessante Übersetzung, da heißt es, denn aus ihm sind die Ausflüsse. Aus dem Herzen sind die Ausflüsse, da kommt was heraus. Und mehr als alles andere bewahre oder behüte dein Herz. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir bewahren. Manche gute Dinge, manche nicht so gute, die bewahren wir, vielleicht ein paar Geheimnisse. Die bewahren wir, aber mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Mehr als alles andere. So, und ich finde es interessant, dass die Ausflüsse aus dem Herzen kommen, weil, ob wir das wollen oder nicht, aus jeglichem Herz fließt etwas heraus. Manchmal fließt was heraus, was wir gar nicht wollen, aber schwupps ist es draußen. Ja, aber es fließt.
Ja, gibt Leute, die sagen dann was und, ach, das war nicht so gemeint. Aber warum ist es denn rausgekommen? Das ist doch eine gute Frage. Warum ist das rausgekommen? Ist immer nicht so gemeint. Ja? Wenn was Schlechtes kommt, ist immer nicht so gemeint. Ja? Aber ist es wirklich so, dass es so einfach ist, einfach zu sagen, das war nicht so gemeint? Oder kann es sein, dass da tiefe Dinge in unserem Herzen sind, die wir selber nicht wahrhaben wollen, aber wir haben es gesagt? Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn mir Dinge rausrutschen, sehr aufmerksam zu sein und nicht so schnell hinzugehen und zu sagen, ah, das war ein Versehen und es war einfach die Situation und ups, ja, sondern was ist da in meinem Herzen, dass das rauskommen konnte? Denn es ist ein Ausfluss da. Wenn ich an den Wasserhahn gehe, kann ich warmes Wasser aufdrehen oder kaltes Wasser aufdrehen. Und es kommt was raus, je nachdem, wohin ich wollte schon Joystick sagen, ne? Wohin man das Ding bewegt, wohin man den Hahn bewegt. Und genauso ist das mit unserem Herzen. Und Jesus hat gesagt in Markus 7, dass von innen heraus, aus dem Herzen, die bösen Dinge hervorkommen. Und die verunreinigen den Menschen. Also nicht von außen, sondern von innen kommt etwas hervor, was uns verunreinigt. Das können wir mal aufschlagen, Markus 7, ab Vers 20. Er aber sprach, was aus dem Herzen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Also wir sehen, es geht um das Herz. Das ist das Zentrum, wie wir das schon gehört haben. Und aus diesem Herzen kommen die Dinge hervor und sie verunreinigen. Der Umkehrschluss ist aber auch, dass die guten Dinge auch aus dem Herzen herauskommen. Und das sind gute Ausflüsse. Aber wir sehen hier, dass böse Dinge aus dem Herzen kommen können und dass gute Dinge aus dem Herzen hervorkommen können. Und Jesus hat auch gesagt in Lukas 6,45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. So, Jesus sagt, es gibt diese zwei Ausflüsse. Entweder du bringst Gutes hervor oder du bringst Schlechtes hervor. Und ich denke, wir alle wissen, wenn wir so längere Zeit in der Gemeinde sind, dass wir es gut überspielen können, was wirklich in unserem Herzen ist. Ja? Aber der Herr will an unser Herz. Er will tief an unser Herz und er möchte, dass es sauber rausfließt. Dass es sauber rausfließt, dass dieser Ausfluss wirklich sauber ist und nicht rostig und nicht ekelhaft. Ja? Und ich möchte von diesen zwei Ausflüssen des Herzens reden. Und ich denke, jeder, der hier ist, hat diesen Wunsch, dass der Ausfluss gut ist bei ihm. Ja, gut, es sind doch da, okay. Ja, gut, ich bin richtig hier. Ja, auch. Gut, das ist super. Also ich lese nochmal vor. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wir können unser Herz befüllen. Wenn jetzt Böses drin ist, kannst du sagen, okay, da habe ich halt Pech gehabt, bin ich halt so geschaffen, kommt halt ein böser Ausfluss. Nein, das ist nicht so. Wir können unser Herz befüllen. Es ist in unserer Hand, etwas Gutes in unsere Herzen hineinzulegen, dass etwas Gutes auch wieder herauskommen kann. Halleluja. Und unser Herz ist nicht dafür gemacht, dass wir es beschweren. Unser Herz ist nicht konstruiert von Gott, dass wir es mit Müll beladen, sondern unser Herz ist dafür gemacht, dass Jesus darin wohnt, dass das Gute darin einzieht. Kein normal denkender Mensch würde an der Tankstelle, wenn er mit seinem Benzinmotor dahin fährt, Diesel reinschütten. Wir würden wissen, das tut dem Motor nicht gut. Ja? Und uns tut es genauso wenig gut, wenn wir Schlechtes in unser Herz füllen. Es fällt uns vielleicht am Anfang nicht so auf und wir gehen damit eine ganze Weile und denken, es ist alles in Ordnung, wir sind gesegnet, alles ist super, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Aber jeder von uns kommt an den Punkt, wo er merkt, der Motor startet nicht mehr richtig. Es blockiert hier was. Ja. Und Jesus gibt uns die Anweisung, unser Herz zu bewahren, also nicht zu beschweren. Und das lesen wir in Lukas 21, 34. Habt
aber acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Hier sehen wir, hab acht oder pass auf, hüte dein Herz, dass es nicht beschwert wird. Es steht in unserer Macht, unsere Herzen zu beschweren. Wir sind die Hüter unseres Herzens. Gott sagt, achte auf dein Herz. Du bist für dein Herz verantwortlich, ich bin für mein Herz verantwortlich. Nicht der Feind ist schuld, was alles in deinem Herzen ist. Ich weiß, wir machen das gerne und der Teufel ist schuld und ich wäre eigentlich ein lieber Mensch, ja. Na klar, aber der Teufel ist der Böse. Er kann nicht einfach an mein Herz, wenn ich es nicht zulasse. Er kann es nicht. Wir haben Autorität über unsere Herzen und es ist die Zeit gekommen, dass wir Autorität über unsere Herzen nehmen. Und sagen, ich lasse in mein Herz, was dort reinkommen soll und ich lasse in mein Herz nicht rein, was dort nicht reinkommen soll. Gott hat uns die Autorität gegeben. Hüte dein Herz, pass du auf dein Herz auf. Er sagt nicht, ich passe auf dein Herz auf, er sagt, pass du auf dein Herz auf. Er legt gute Dinge hinein, die wir behüten können. Ja, eine Salbung kannst du sehr schnell empfangen. Das geht sehr schnell, können wir gleich testen, Hände auflegen, zack, hast du die Salbung. Aber diese zu bewahren und zu behüten, das ist gar nicht so einfach. Ja. Und ich habe erlebt, wie Leute so getoucht worden sind vom Heiligen Geist, aber ich habe relativ wenig Veränderung in den Herzen gesehen nach einer Berührung vom Heiligen Geist. Und ich glaube, wir haben viele Berührte in der Gemeinde, aber wir brauchen mehr Veränderte. Der Heilige Geist will, ich rede nie gegen Berührung vom Heiligen Geist, ich liebe Berührung vom Heiligen Geist. Das ist so wunderbar, das ist so herrlich. Aber ich rede auch davon, dass der Herr tiefer gehen möchte, dass wir festhalten sollen an dem, was wir haben. Wir haben zwei verschiedene so Wellen, würde ich bezeichnen, in der Gemeinde erlebt. Als das erste Mal der Heilige Geist vor 3-4 Jahren durchgebrochen ist und wir alle auf dem Boden lagen und alles Mögliche erfahren haben und erlebt haben, waren ein paar Veränderungen in Menschenherzen, die, wow, ja, also da waren Leute, die waren 30, 40 Jahre im Glauben, eine Berührung mit dem Heiligen Geist und die waren völlig verändert. Es ist so herrlich. Aber ich habe auch erlebt, dass Leute angerührt worden sind und die sind Wochen später aus der Gemeinde rausgegangen. Und auf einmal sind Herzenseinstellungen offenbar geworden. Und ich habe mich dann gewundert und habe gesagt, Mensch, Heiliger Geist, du kommst und wir erleben dich. Warum gehen die jetzt alle weg? Das ist doch gerade jetzt schön. Jetzt fängst du doch an. Jetzt starten wir durch, oder nicht? Ja? Na, natürlich. Kannst du aber auch nicht immer hingehen, wenn dir was nicht gefällt. Bei jemandem legst du die Hände auf, der liegt im Geist und du hast deine Ruhe. Ich würde das gerne manchmal machen, aber der Herr will ja ans Herz. Er will ja nicht, dass sie alle ruhig sind. Deswegen fliegen die Leute nicht im Geist um, dass sie endlich mal ruhig sind. Darum geht es gar nicht. Der Herr will an unser Herz. Und der Punkt ist, Leute sind angerührt worden, aber dann kamen die Dinge des Herzens hoch. Und auf einmal haben wir einen Stopp erlebt in der Gemeinde und der Heilige Geist hat sich zurückgezogen und wir haben nicht mehr viel erlebt. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Ja, weil wir nicht weitergearbeitet haben an unseren Herzen, weil wir nicht weitergegangen sind, gesagt haben, Herr, tu dein Werk an unser Herzen, du hast Dinge aufgedeckt, wir wollen weitergehen. Und so, ich bin sehr hungrig, dass der Heilige Geist kommt, weil ich weiß, ein Wort von Gott kann unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ein Wort von ihm kann mein ganzes Leben verändern. Ich habe es mehrfach erlebt und ich habe es auch bei anderen Menschen erlebt. Ein Wort von Gott vom Himmel kann dein Leben verändern, aber ein Wort vom Himmel kann auch an dir vorbeigehen. Aber es sollte unsere Herzen treffen und deswegen sollten wir unsere Herzen vorbereiten. Und so fing ich an, darüber zu predigen, dass wir unsere Herzen vorbereiten auf das nächste Wirken des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde. Weil ich wusste, der Heilige Geist will kommen und er will ein Werk tun und er will kommen mit seiner Salbung, dass wir auf dem Stuhl unruhig sind und sagen, wann macht er den Altaraufruf, dass ich nach vorne gehen kann? Ich möchte ihm mein Herz geben, ich möchte es bereinigen. Ich glaube an sowas. Weil der Heilige Geist hat so viel Lust, unser Herz dem Herrn ähnlicher zu machen. Wir denken manchmal, oh, ich habe so eine Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden. Der Heilige Geist hat noch eine größere Sehnsucht. Und wir denken manchmal, oh, warum kommt der nicht? Ich wünsche es mir so sehr. Er wünscht es sich 1000-mal mehr. Aber eins habe ich auch gelernt, es liegt nicht an Gott. Man könnte einfach sagen, ja gut, wir sind offen, wenn er halt nicht kommen will, gut, dann halt eben nicht. Ich habe nach jedem Mal, wenn manchmal habe ich das vergessen, aber sehr selten, jedes Mal, wenn ich eine Predigt predige, gebe ich dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu wirken. Er kann diesen Raum dann jetzt einnehmen. Manchmal passiert mehr, manchmal weniger,
Aber er hat diesen Raum. Und ich denke, jeder von uns sollte ihm diesen Raum geben und sagen, Heiliger Geist, jetzt haben wir den Raum. Und du kannst kommen und du kannst Dinge tun. Ich bin offen, wir trainieren das. Wir geben ihm immer mehr unser Herz. Und dann kam der Heilige Geist vor ungefähr einem Jahr wieder in einer anderen Art von Salbung. Wir haben das gemerkt, es ging anders. Und ich war sehr, sehr behutsam diesmal und habe gesagt, hey, der Herr möchte in unsere Herzen. Wir müssen aufpassen, weil es gibt nichts Schlimmeres für mich. Ich weiß nicht, wie es so bei dir ist, aber es gibt nichts Schlimmeres als die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Das ist so schlimm. Und so traurig, ja. Ich meine, ich kenne das, ich habe Predigten gepredigt, einfach um zu predigen. Da hast du eine Predigt gepredigt und gut, hast deinen Job gemacht und fertig. Aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Ich meine, es kamen welche, die gesagt haben, das ist so ein super Wort, aber was bringt mir ein super Wort? Was bringt mir das, wenn ich dir theoretisch super Sachen sagen kann? Was bringt es, wenn jemand theoretisch dir erzählen kann, wie funktioniert Heilung, aber er lebt nie Heilung? Das ist irgendwie sehr frustrierend. Und ich habe Hunger, dass der Heilige Geist stärker kommt in die Gemeinden in Deutschland. Und wir brauchen, dass der Heilige Geist ein Werk an unseren Herzen tut. Wir brauchen das unbedingt. Aber wir sind für unser Herz verantwortlich, kein anderer. Wenn jemand dir sein Kind anvertraut, sagen wir sind jetzt in der Versammlung, jemand kommt und sagt, hier, das ist mein Kind, ja, prägst du dir das bitte ein, kannst du darauf eine halbe Stunde aufpassen? Du sagst, alles klar. Nach einer halben Stunde kommt die Person wieder und sagt, wo ist mein Kind? Und du sagst, oh, ist weg. Ich bin Vater. Wenn ich dir mein Kind anvertraue, dann würde ich fragen, hallo? Ich habe dir mein Kind doch anvertraut. Jetzt könntest du sagen, ja, aber was kann ich dafür, wenn es wegläuft? Ich dachte, das sitzt jetzt eine halbe Stunde ruhig da. So, erstens zeigt mir, dass du keine Ahnung von Kindern. Und zweitens, ich werde dir wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal das Kind anvertrauen. Außer du machst bei mir ein Lehrseminar, wie gehe ich mit Kindern um, oder wie passe ich auf Kinder auf, ja? Du hast die Verantwortung gehabt für diese halbe Stunde. Ja, es war nicht dein Kind, aber für diese halbe Stunde war es dein Kind. Und du hattest Autorität, auf dieses Kind aufzupassen. Und wenn es aufgestanden ist und raus auf die Straße und über die Autos, dann hättest du sagen können, stopp, und nicht irgendwie, uff, das ist jetzt aber dumm. Und ich habe das Empfinden, wir gehen manchmal mit unseren Herzen so um. Jetzt ist das aber reingekommen. Gut, das war nicht so gut. Ja, aber was wollen wir jetzt machen? Was unternehmen wir jetzt, dass es wieder gut wird, dass es wieder in Ordnung kommt? Was tun wir? Das ist unsere Aufgabe. Und wie habe ich da schon gesagt, wir gehen nicht in Selbstmitleid, sondern wir übernehmen Verantwortung und sagen, das ist mein Herz. Und eine Frage, Teufel, was machst du da? Wir haben Autorität darüber. Der Herr hat uns ein Herz gegeben, hat gesagt, pass drauf auf. Hüte dieses Herz. Wenn ein Schwimmer beschwert wird im Becken so mit 200 Kilo, wird er nicht wirklich weiterkommen. Er kann eine Weile die Luft anhalten und das sieht vielleicht noch gut aus. Weiß ich, wie die Lunge so ist, paar Minuten. Aber dann sieht es nicht gut aus. Und ich hab das oft erlebt in der Gemeinde. Leute haben ihr Herz beschwert und es geht ein ganzes Stück noch gut. Es sieht noch super aus im Lobpreis. Es sieht noch super aus während der Predigt. Aber irgendwann kommt ein Punkt und es sieht dann so aus, auf einmal bricht einer weg. Und alle fragen sich, wie konnte das passieren? Der war immer so freundlich. Der hat mich immer so liebevoll begrüßt. Ich kann das nicht verstehen. Es muss etwas gewesen sein, was sein Herz beschwert hat. Die Dinge passieren nicht einfach so. Es geht nicht, dass einfach so sagt, heute habe ich keine Lust mehr auf Gott. Und übrigens, dieses Seminar, ich weiß nicht, wie es so geht, aber ich empfinde, dieses Wochenende ist ein sehr schlechter Zeitpunkt, um abzufallen. Dieses Wochenende ist ein gutes Wochenende, sich dem Herrn näher hinzugeben. Amen. Und zu sagen, hier ist unser Herz. Operiere du an unserem Herzen. Ich möchte, du kannst in Sprüche 4, Vers 23 weiterlesen. Und da ist ein wunderbares Konzept, wie wir unser Herz behüten sollen. Es ist gar nicht so mein Thema. Ich möchte auf was anderes hinaus. Das werden wir gleich machen. Aber das will ich einfach noch sagen. Wir lesen mal ein bisschen weiter wie 23. Also Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn in ihm sind die Ausflüsse oder von ihm geht das Leben aus. Und jetzt ist hier so eine wundervolle praktische Anleitung. Tue hinweg von der Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Das ist eine praktische Anleitung, wie wir unser Herz behüten und bewahren können. Und es gibt
etliche mehr in der Bibel, die wir machen können. Kannst du zum Beispiel am Montag anfangen, wenn du nach Hause kommst. Womit fange ich an? Tu hinweg von dir Falschheit des Mundes. Okay, ich werde aufpassen, was aus meinem Mund rauskommt. Und da kannst du diesen Tag trainieren. Und du wirst überrascht sein, was aus deinem kleinen Mund alles Großes rauskommt. Ja, von wo weiß ich das? Ich habe das mal von einem gehört. Ja, die besten Lektionen, die hat man selber gelernt. Wo du überrascht bist, ist das, Stefan, hoffentlich hat das keiner mitgekriegt. Ne? Aber es ist gut, wenn das rauskommt. Jemand kam mal in unser Gemeindebüro und hatte so ein Buch mit. Und in dem Buch, ich weiß nicht, was er da alles drin hat. Auf jeden Fall hat er so viele Fragen gehabt und so viele Dinge, die er einfach nicht versteht. Und er kam mit seinem Buch, ja, und hat gesagt, du, ich habe mir ein Buch angelegt, ich habe so viele Fragen hier in der Gemeinde bei euch, wollte mal anfangen, mit diesen Fragen durchzugehen. Ich habe so ein ganzes Buch voller Fragen, also das habe ich auch noch nicht miterlebt. Da habe ich gesagt, dann fang mal an aus deinem Buch, da bin ich ja ganz gespannt, ne? Und er fing dann an mit so ein paar simplen Fragen und auf einmal fing er an zu reden und auf einmal hielt er die Hand vor dem Mund und sagte, ups, weil ihm bewusst geworden ist, er fing an aus seinem Leben zu erzählen, es kam so viel Schlechtes raus, so viel Dreck kam raus und ich habe nichts gesagt, ich habe es angehört und habe gedacht, endlich, das gibt sehr viel Aufschluss, weil es kamen diese Dinge aus dem Herzen heraus, was da war, was er runtergehalten hat, weil, das sagt man ja in der Gemeinde nicht, in der Gemeinde haben wir gelernt, christlich zu reden und das kriegen wir richtig gut hin. Und auf einmal hielt er sich von Hand, lief knallrot an und sagte, oh, das sagt man ja gar nicht. Und in deiner Anwesenheit, ich schäme mich so sehr. Und da habe ich gesagt, hey, endlich redest du mal ehrlich, was in deinem Herzen ist. Ich finde das richtig gut. Ich finde nicht gut, was drin ist, aber ich finde gut, dass du es sagst. Und weißt du, wir haben gelernt, unser Herz, und darüber möchte ich jetzt sprechen in dieser Einheit, wir alle folgen Jesus nach, oder? Wir alle lieben ihn. Wir alle wollen aus ganzem Herzen seinen Willen tun. Aber weißt du, und doch beschweren wir manchmal unser Herzen. Ich weiß, das geben wir nicht gerne zu, weil wir so heilig sind. Aber die Tatsache ist, keiner von uns will sein Herz beschweren. Wir wollen am besten alle jetzt sitzen und sagen, ja, mein Herz ist völlig rein. Ich bin so heilig. Ich strahle richtig. Ja. Okay, ich sehe einen Strahl, aber... Oh, jetzt habe ich reingeguckt, jetzt hat es geblendet. Ne? Ich möchte darüber sprechen, unser Herz nicht zu bewahren. Nicht vor Gott. Ich habe erlebt, dass wir unser Herz bewahren können in der Gemeinde, in einer falschen Art und Weise. Dass all das, was drin ist, dass wir es nicht rauslassen, dass wir keinen reinsehen lassen. Wir schämen uns dafür, wir wollen das gar nicht haben und deswegen sagen wir es keinem. Und wenn jemand vorne steht und über Sünde redet, dann lächeln wir vielleicht ein bisschen mehr den Prediger an und oder gucken weg oder suchen eine Schriftstelle in der Bibel und verhalten uns komisch. Ihr seid erstaunt, was man von vorne immer alles sieht. Ja. Und viele, die das so tun, denken, das fällt dem vorne jetzt nicht auf. Meistens ist man auch so lieb und spricht dann denjenigen nicht von vorne an. Aber ich habe im Laufe meines Dienstes so viele Menschen gesehen, die ihr Herz beschwert haben und sich nicht geöffnet haben und kaputt gegangen sind. Wollten sie das? Nein. Das will keiner von uns. Jeder, der hier in diesem Raum ist, ich bin überzeugt, keiner will ein beschwertes Herz haben. Keiner will sein Herz beschweren. Und doch ist der Stand, dass so viele heute hier sind, deren Herzen beschwert sind. Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen an meinen Wegen wohlgefallen. Auf der einen Seite bewahren wir unser Herz gegenüber dem Feind. Aber wir müssen unser Herz nicht gegenüber Gott bewahren. Er kennt es schon sowieso. Er weiß genau, was in unserem Herzen ist. Und wir können lernen, unser beschwertes Herz zu schützen. Vor unseren Geschwistern, vor Gott. Wir können das lernen. Es funktioniert innerhalb der Gemeinde. Wir können das lernen. Und
Wir können uns schützen vor dem Licht. Wir können uns schützen vor der Wahrheit. Wir können uns einreden, es ist alles bestens. Es ist alles super. Aber wir werden unweigerlich an diesen Punkt kommen, wo wir merken, es ist nicht alles super. Es ist nicht alles gut. Ich bin erstaunt, wie lange Zeit es manchmal gut geht. Weil wie es dir geht, aber ich bin erstaunt. Ich war manches Mal erstaunt über mein eigenes Leben, wie lange Dinge gut gehen. Gott hat viel Gnade mit uns. Aber die Gnade ist nicht gekommen, um unsere Gefängniszelle zu dekorieren. Die Gnade ist gekommen, um uns freizusetzen. Und die Gnade ist sehr aggressiv gegenüber Sünde. Halleluja, zum Glück. Zum Glück, die Gnade ist, die uns züchtigt. Die Gnade ist, die uns lehrt. Halleluja. So, du weißt am besten, was alles so in deinem Herzen an Schwere drin ist. Und weißt du, wenn wir das so hören, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich hatte dann immer so gedacht, mein ganzes Herz? Kann ich da vorher ein paar Dinge aussortieren? Weil so das ganze Herz zu Gott zu bringen, weißt du, mit allem Schlechten und so alles, was drin ist, das ist ein bisschen peinlich, oder? Das ist nicht so toll. Aber wir haben dann so manchmal die Idee, wir geben ihm schon unser ganzes Herz, aber erstmal, wir werden dann ein bisschen heiliger und liebevoller und dann können wir ihm unser ganzes Herz geben. Gott hat Interesse an unserem Herzen. Er weiß, wie es in unserem Herzen aussieht und er hat ein richtig großes Interesse daran, unser Herz zu verändern. Und er kommt nicht und verurteilt uns, sondern er kommt und zeigt uns die Dinge auf. Jemand kam mal aus der Gemeinde und hat gesagt, Mann, jede Woche kommen mir neue Sünden hoch. Und ich fühle mich dann immer so schlecht. Und ich denke, Gott liebt mich nicht. Und dann habe ich gesagt, woher kommst du auf die Idee, dass das, was du mir jetzt benennst, Sünde ist? Das scheint Gott mir zu sagen. Ah, jetzt habe ich eine Frage. Ist Gott so, dass er kommt und sagt, das ist in deinem Herzen, bist du böse? Was werden wir sagen? Ja, ich weiß. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Sünder kommt und du sagst ihm seine Sünde und der ist ermutigt. Der mit dem Problem weiß, dass er das Problem hat. Aber der mit dem Problem will die Lösung haben. Und ich glaube, heute Nachmittag sind viele hier, die wollen eine Lösung für ihr Problem. Ich fing an, etwas zu verstehen durch Ereignisse, die mich fragend gemacht hatten. Als ich 2006 angefangen habe, genau das war die ehemalige Baptistengemeinde, da war das noch richtig baptistisch, als ich da meinen Dienst begonnen hat, war der erste Härtefall, den ich so zu überstehen hatte, eine Frau, die schwanger war, war noch nicht verheiratet mit dem zukünftigen oder wie auch immer. Okay, so Stefan, was machst du jetzt? Habe ich gesagt, wir müssen es irgendwie hinbiegen, dass es wieder gut aussieht, weil das ist jetzt Sünde, das ist Dreck und wir müssen dafür sorgen, dass alles sauber ist in der Gemeinde. Also war meine Lösung, okay, wir müssen es jetzt irgendwie hinbiegen, das haben schon welche mitgekriegt, also du musst von vorne, du musst da sofort Buße tun, das musst du sofort bereinigen, das muss alles sofort. Aber auf was ich nicht geschaut habe, ist, wie geht es der Person? Das Herz von dieser Person ist beschwert gewesen. So, sie wusste, wie das mit der Sünde ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass viele Christen allergisch reagieren, wenn jemand so irgendwie in Sünde ist. Und dann lieben wir das, wenn er vielleicht sich vorstellt und Buße tut. Und genau, er hat gesündigt. Also das ist wirklich, also nee, boah, Sünde. Und wir sind total schockiert. Aber gut, dass er von vorne Buße gedacht hat, dass er das genau. Und ich habe dann aber immer so gedacht, du, was ist aber mit den Herzen, wie geht es den Personen dabei? Und das hat mich das erste Mal nachdenklich gemacht, als wir wieder eine solche Situation haben, die richtig krass gewesen. Und ich habe gedacht, du, also du musst von vorne jetzt und da musst du echt Buße tun, also es geht gar nicht, ja. Und die Person sagte, nö. Und ich habe gesagt, du, das musst du jetzt, du musst es bekennen. Und Haufen Bibelstellen alles gehabt und nein. Also das ist ja rebellisch jetzt, ja. Aber ich gedacht, vielleicht sollten wir eine Ansage machen. Und dann erinnere ich mich noch genau, ich predigte an diesem Sonntag über die Größe Gottes, wie groß Gott ist, seine Größe, wie winzig wir sind, wie herrlich die Gnade ist und alles Mögliche, ja, über seine Schönheit. Und dann hatten wir eine Gebetszeit und diese Person brach zusammen, fing an zu weinen und der Heilige Geist tat etwas an diesem Herzen. Diese Person war bis heute nicht vorne und hat öffentlich Buße getan. Aber die meisten in der Gemeinde wissen von diesem Problem, was sie hatte, weil sie angefangen hat, Zeugnis darüber zu geben. In unserer Jüngerschaftsgruppe war irgendeine Situation und da redete sie so darüber und sagte, weißt du, ich möchte euch ermutigen, mir ging das genauso und erzählte das und hat es öfter erzählt als einfach nur einmal vor der Kanzel, dass wir alle beruhigt sind, dass die Sünde weg ist.
Und ich habe erlebt, dass eine Person ein tiefes Werk in ihrem Herzen durchgemacht hat. Dass da eine Beschwertheit war, die Gott rausgenommen hat. So, ich bin nicht dagegen, wenn jemand von der Kanzel aus seine Sünden bekennt. Das ist super, ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir oftmals allergisch reagieren, wenn jemand ein Problem hat und das so schnell wie möglich einfach aus der Welt schaffen wollen. Und dann ist alles wieder gut. Ja? Und ich habe viele Leute erlebt, wenn dann jemand das gemacht hat oder Buße getan hat, das oh fei, ja, also echt, müssen wir beten für die Person. Und dann bekam ich nochmal ein Licht, ein Aha-Effekt. Da kam jemand von der Straße, also man kann schon wirklich sagen, vom Ghetto kam der, total fertig aus Drogen heraus, total kaputt, kam in die Gemeinde, wurde freigesetzt von einem Tag auf den anderen von Drogen. Und dann haben wir so ein paar Monate später, kam er zu mir ins Gemeindebüro und dann sagte er, Stefan, ich habe irgendwie ein Problem. Sag ich, was ist dein Problem? Er sagte, ich habe das so Gefühl, ich passe hier nicht rein in eure Gruppe. Und dann sage ich, warum hast du das Gefühl, dass du hier nicht reinpasst? Er sagte, du, mir ist aufgefallen in der letzten Zeit, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Ich dachte, tatsächlich. Hey, lass uns doch mal setzen und darüber sprechen. Und dann sagte die Person, ja. Und mir ist aufgefallen, ihr seid alle so heilig. Und ich erzähl weiter. Das hört sich gut an. Und dann fing diese Person an, Sünden auszupacken. Der halbe, eine Stunde. Und ich merkte ein paar Dinge davon, die hast du auch im Herzen? Ein paar Dinge, die hat die halbe Gemeinde im Herzen? Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, okay, es gibt eine Möglichkeit, wo Sünde sehr schnell offenbart werden. Wir sind wirklich so heilig. Ich meine, aber richtig, ja? Da kommt ein Ungläubiger rein und alle Sünden werden auf einmal offenbar. Also wirklich alle, da bleibt nicht einer aus, wird sofort offenbar. So eine Heiligkeit ist hier. Oder aber wir haben selber Dreck am Stecken. In dieser Situation bin ich aufs Zweite gekommen. Super. Ich würde gern zum Ersten tendieren, aber ich habe gemerkt, das wäre Sünde. Ja, die nächste Sünde. Und dann habe ich gemerkt, du, wir haben ein dickes Problem in der Gemeinde, weil wir haben es geschafft, unsere Sünde unter den Teppich zu kehren. Wir haben es geschafft, erfolgreich zu verdrängen, unser Lächeln aufzusetzen und sagen, wir sind heilig. Es ist wahr, dass wir heilig sind. Das ist eine Wahrheit, die wir ergreifen können, die wir leben können, aber wir dürfen sie nicht gebrauchen, um unsere Sünde irgendwie unter den Teppich zu kehren. Das ist ein Unterschied. Und ich fing an, in der Gemeinde immer mehr, wenn Kleinigkeiten auch da waren, öffentlich Buße zu tun. Einfach vor der Predigt, nach der Predigt, mir sind Dinge aufgefallen, letzten Sonntag, was habe ich denn da gesagt, das wäre echt total verrückt, ja. Also diese eine Stelle, das ist mir rausgerutscht. Ja, gut, ist da im Herzen, das müssen wir irgendwie. Und dann war das auch wirklich so, ich habe das erkannt und in der Woche kam dann jemand aus der Gemeinde und sagt, Stefan, ich muss mal mit dir reden. Okay, was ist? Wir machen mal so Scherze in unserer Gemeinde, wenn irgendwas ist, sagen wir Bruder, ja. Das hat dann immer so, Bruder Stefan, darf ich jetzt mal mit dir reden? Da wissen wir schon, jetzt geht's um Korrektur, aber liebevoll, ja. Und ich sage, ja, und dann sagte diese Person, hey, das und das hat mir nicht gefallen. Habe ich gesagt, ja, mir auch nicht. Sag ich, hey, das ist super, dass du mir das sagst, das ist echt richtig bestätigend nochmal. Und da konnte ich am darauffolgenden Sonntag dafür Buße tun und sagen, hey, das war nicht okay. Und so achteten wir darauf, auch immer mehr als Leitung, einfach Buße zu tun. Warum? Um das vorzuleben. Und dass die Leute ihr beschwertes Herz anfangen zu öffnen, weil es ist diese Illusion, wenn wir zusammenkommen, keiner von uns hat Sünde. Und wenn hier auch geredet wird, ne, wie ich das eben gemacht habe, und das ist alles im Herzen, ja, bei den anderen. Auf jeden Fall. Und oftmals sitzt man in einer Predigt und dir fallen 5 Leute ein. Und dann bist du so heilig und gehst in Fürbitte. Wir kriegen es auch immer wieder gut verpackt, oder? Wir kriegen es immer wieder gut verpackt. Aber zu diesem Punkt zu kommen und wir brauchen Licht über unser Herz. Weil ansonsten, wir meinen das gar nicht böse. Wir meinen das total gut, weil wir beten ja wirklich für die Geschwister und fasten. Und wir meinen das richtig gut für die. Aber wir sehen nicht, was in unserem Herzen ist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir erkennen das sonst nicht. Wir kennen das nicht. Wir sehen das nicht, aber wir wollen das sehen. Amen. Wir wollen das sehen. Und deswegen brauchen wir den Dienst des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Dass er die Dinge aufzeigt, dass er die Dinge hochholt. Ja, und ich fing an, einfach darüber zu predigen, einfach zu sagen, hey, es ist keine Schande, Sünde zuzugeben. Ich meine, ein Ort, wo Sündenbekenntnis sein sollte, ist die Gemeinde. Ich meine, wenn nicht die Gemeinde, wo denn sonst?
Aber wie kann es sein, dass es wir als Gemeinde, dass sich die Leute nicht trauen, ihre Sünden zu bekennen? Ich hörte mal von einer Gemeinde, da war ein Ältester gewesen und er hatte Kinder gehabt, ich weiß nicht wie viel, ist auch egal. Auf jeden Fall ein Sohn ist abgefallen, war so, ich glaube 18 oder so, hat sich dann betrunken, wurde auf der Straße aufgelesen und so weiter. Und dann haben sie dem Ältesten gesagt, also du kannst jetzt hier deinen Dienst nicht mehr machen, ja, weil dein Kind, das ist ganz schön böse. Und dadurch, weiß nicht, wie sie das belegt haben, bist du auch böse, wie auch immer. Du darfst den Dienst nicht mehr machen, also raus. Und dann habe ich gehört, ja, dann musste dieser Älteste, oh, darf man nicht lachen, Entschuldigung, in der hintersten Reihe sitzen der Gemeinde, damit jeder wusste, das ist jetzt eine Strafe. Dieser böse Älteste. Ich meine, der Sohn von dem war nicht lieb. Wirklich. Und dann musste er hinten, ich glaube auch ein Jahr oder so, hinten in der letzten Reihe sitzen. Und dann wurde aber über den Mann gesagt, der ist so demütig. Also der sitzt hinten immer und hat sich total untergeordnet. Das ist so demütig. Weißt du, ich glaube, dass wir manchmal ein größeres Problem mit Sünde haben als Gott. Auf der einen Seite hat Gott ein Problem mit Sünde, aber auf der anderen Seite nicht. Wenn du ein verstopftes Rohr hast und du kaufst jetzt Rohrreiniger und ich komme zu dir nach einer Woche und das ist immer noch voll, das Waschbecken, und ich sage, du hast es nicht, hast du einen Rohrreiniger benutzt? Nee, aber ich habe ihn da. Das ist super. Weißt du, Jesus hat für dieses Problem eine Lösung. Und das ist das Blut. Und es ist da. Aber warum nehmen wir das nicht in Anspruch? Wir haben die Lösung für das Problem. Aber wenn wir diese Lösung nicht nehmen, haben wir dieses Problem und wir bringen dieses Problem immer wieder vor Gott. Und Gott hat dafür bezahlt. Er hat für deine Schuld bezahlt. Und wir können unsere Schuld bekennen. Und was steht in dem Wort? Er ist treu und gerecht und vergibt uns. Und nicht, er ist treu und gerecht und macht uns jede Menge Vorhaltungen. Du weißt genau, wenn du in Sünde lebst. Hast du dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, ich hatte so früher dieses Bild von dem prophetischen Dienst, wenn der kommt, auf jeden Fall eine Woche Minimum vorher Buße tun. Für alle Sünden. Und dann eine Stunde vor dem Gottesdienst auch nochmal, weil sonst ruft er dich raus und sagt, Stefan, komm mal nach vorne. Ich dachte, ich habe für alles Buße getan. Ich habe wirklich gedacht, aber da habe ich eins vergessen gehabt und das schnappt er auf. Pech gehabt. Ja, so ist Gott nicht. Du weißt genau, dass du das Herz beschwert hast. Und du sitzt eigentlich da und sagst, ich will frei werden. Ich will frei werden. Weiß jemand, von was ich rede? Und du sagst, ich will dieses schwere Herz nicht haben. Und dann kommt jemand und sagt, das Sünder. Ich weiß, ja. Ja, und noch ein Kilo drauf, ne? Und dann habe ich angefangen, darüber zu predigen, habe gesagt, es ist so eine Wohltat, wenn du deine Sünde bekennen kannst. Es macht dich frei. Und weißt du, wie kann es sein, dass wir unsere Sünden bekennen und wir sitzen da innerlich wie früher im Alten Testament und haben geistliche Steine in der Hand? Jeder von uns hat Dinge zu bereinigen. Aber ich glaube, dass wir diesen Dienst des Heiligen Geistes brauchen, der die Dinge hervorholt in unserem Herzen. Aber diese Liebe, dass wir hinkommen und sagen, du, ich helfe dir mit diesem Problem. Das ist in deinem Herzen. Als wir anfingen, das so zu tun, und wir sind lange nicht durch in der Gemeinde, wir kratzen an der Oberfläche da, aber als wir angefangen haben zu kratzen, kamen Leute aus der Gemeinde und haben angefangen, mir Sünden zu bekennen, die ich gar nicht hören wollte. Und redeten. Ich kam mir in eine Situation, eine Stunde, und es hörte gar nicht auf. Und das und dies und das, aber warum? Und da war eine Person, und danach, nach einer Stunde, guckte die Person mich an. Und die hat es erwartet, ich spring auf und sag, was? Spinnst du? Du hast gesündigt! Und ich habe auch zu manchen Dingen gesagt, du, was sagst du jetzt eigentlich? Und was machst du da jetzt eigentlich? Und ich bekam so eine Liebe für diese Person. Und ich saß dann so. Und die Person war fertig und sagte, und was denkst du jetzt? Ich will das jetzt, bitte versteht das nicht falsch, ja? Mir rutschte das raus und ich sagte, cool. Und da habe ich gesagt, nein, ich meine das nicht, wie du das jetzt denkst. Ich finde das gut, dass du das gesagt hast.
ich habe gesagt, ich finde es wunderbar, dass du das gesagt hast. Und dann sagte die Person, und das war wichtig, und ich sagte, etwas ist mir ganz, ganz wichtig. Wie wirst du mich jetzt weiterhin ansehen? Das war dieser Person. Was wirst du weiterhin tun, wenn du mich jetzt siehst nächsten Sonntag? Was wirst du denken über mich? Was wirst du über mich sagen? Das war die Not dieser Person. Und ich habe gesagt, weißt du was? Ich werde dich behandeln wie immer. Ich liebe dich. Und du bist in meiner Ehre, du bist in der Ehre einfach nur gestiegen, weil du den Mut hast, Dinge auszusprechen, die 90% der Gemeinde als Probleme hat, aber du bist in Anführungszeichen der Dumme, der es anpackt. Aber weißt du, das hat angefangen, Befreiung zu bringen. Weil dann der eine oder andere mitbekommen hat, es ist gar nicht schlimm, die Sünde zu bekennen. Aber warum haben wir es geschafft, in der Gemeinde unsere beschwerten Herzen vor Gott zu bewahren und so zu machen, als wäre alles in bester Ordnung? Es ist die Scham und die Angst zu bekennen. Und mir imponiert Jesus, weißt du, mit dem verlorenen Sohn. Dieses Gleichnis. Der Sohn kam von den Schweinen und er hat gestunken wie ein Schwein. Ja. Und hier ist interessant, er hat ihn in den Arm genommen. Er hat nicht gesagt, pass auf, ich finde das super, dass du kommst. Bleib da stehen. Ich finde das super. Geh dich duschen. Wirklich, danach, ich umarme dich. Ich hab dich total lieb. Das ist super. Aber bitte geh erst einfach mal. Das Ding ist nämlich, wenn ich dich umarme, stink ich auch. Ich denke, ich bin so mit Sünde umgegangen in der Gemeinde. Du hast Sünde? Bleib da stehen. Du kommst jetzt nach vorne und bekennst das. Bekannt, die ganze Gemeinde, Stuhlreihen, alle zurückgerutscht. Jetzt hat er die Sünde bekannt. Es ist nicht traurig. Er hat diesen Sohn in den Arm genommen. Es kam der Punkt, wo der Vater gesagt hat, und jetzt ab unter die Dusche. Der kam. Versteht mich nicht falsch, es ist auf der einen Seite, Gott nimmt uns an, so wie wir sind, aber er lässt uns nicht so. Ich höre in der letzten Zeit immer nur den ersten Teil. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Das ist eine Rechtfertigung, ich darf bleiben, wie ich bin. Und dann kommt aber das andere Problem. Dann gibt es andere, die sagen, nein, er lässt uns nicht so, wie wir sind, darauf müssen wir gucken. Und wir fallen von der anderen Seite vom Pferd. Wir brauchen diese Ausgewogenheit. Dass diese Annahme des Vaters da ist, der uns in den Arm nimmt, in all unserer Verschmutzung, in all unserem Dreck, weil er hat den Kraftlöser. Aber danach wird er dich anschauen, in die Augen gucken und sagen, bevor du den Ring ansteckst, bevor du die teuren Klamotten ansteckst, ab unter die Dusche. Jetzt stell dir doch mal vor, er nimmt mich an, wie ich bin, er lässt mich so, wie ich bin. Ja, stell dir vor, der Vater, das Gastmahl ist gewesen, große Feier, große Fete, der Sohn kommt rein, der Vater ganz gespannt. Er hat ihn noch nicht gesehen, aber merkt, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas riecht hier komisch. Das kann nicht der Braten sein. Das ist nicht der Schweinebraten, ja. Der Geruch ist weggebrannt. Aber ich riech was. Und dann kommt der Sohn. Hey, Vater! Und er steht da völlig in seinem Dreckmantel, hat den Ring angezogen. Klamotten umgeschmissen, sagt, hier bin ich, so wie ich bin. Hat das funktioniert? Nein, so funktioniert das nicht. Der Vater nimmt uns an. Ich denke, in manchen Gemeinden, auch bei uns war das so, jemand bekehrt sich und dann, wir freuen uns, kannst alle Sünden bekennen, hey, Gott hat dich frei gemacht, alles super, kannst erzählen, super, oh genau. Aber dann gibt es so einen unsichtbaren Vertrag, darauf steht, ab jetzt. Sündigst du nicht mehr. Ich meine, wir haben dir jetzt vergeben, wir sind froh, dass du da bist, bist Kind Gottes, alles super, alles gut, aber jetzt ist auch Schluss, ne? Also hast auch genug gesündigt, musst du auch mal sehen. Das Maß ist echt voll. Und dann lernen die Leute das relativ schnell, kommen in die Gemeinde, benehmen sich gut und du kriegst nie wieder eine Sündenbekenntnis mit. Und du denkst, unsere Leute sind aber richtig heilig, die sind richtig gut, da gibt es null Sündenbekenntnis, Halleluja. Es läuft irgendetwas schief. Wenn der Heilige Geist kommt, an unseren Herzen arbeitet, dann wird Sünde offenbar. Und dann müssen wir uns nicht erschrecken. Ich meine, hallo, Gott hat die ganze Zeit damit gelebt. Ich frage mich sowieso, wer das macht.
Ich meine, gerade aktuell, wie hier steht, er liebt mich, ne? Und sagt, ja, will ich gebrauchen, alles mögliche. Und er sieht den ganzen Dreck, der noch drin ist. Ich meine, ich weiß, es kommt hoch, ja. Aber nicht alles auf einmal. Weiß nicht, wie er das so bei dir macht, ob du dich bekehrt hast. Und da kam der Katalog vom Himmel runter gerade. Und Gott ist auch nicht überfordert. Er ist nicht überfordert mit dir. Du kamst zum Glauben und jetzt merkst du, boah, ich bin so schlecht, so ein beschwertes Herz und alles Mögliche. Ja, das ist nicht so, dass Gott jetzt sagt, ja, pass auf, am Anfang als Babychrist warst du echt süß. Ich meine, wir haben dich so geliebt und der ganze Himmel, die Engel, die haben alle sich wirklich gefreut, als du dann zu mir kamst. Aber ich habe nicht gewusst, dass du dich so entwickelst. Ja, es ist das Blut da des Herrn, aber doch nicht alles für dich. Das sind noch andere, die das brauchen. Und so leben dann Leute in der Gemeinde. Aber weißt du, Gott hat genau gewusst, worauf er sich einlässt. Er hat dich durch und durch gekannt und er hat gesagt, das Werk, was ich an dir anfange, das werde ich vollenden. Ich frage mich manches Mal, wie der das machen will. Keine Ahnung, aber ich weiß, er wird es machen. Er hat es versprochen. Und das Werk, das er bei uns angefangen hat, er wird es vollenden. Mit unserer Kooperation. Wir müssen sagen, Herr, ich lasse dich in mein Herz ran. Komm, offenbare die Dinge. Du musst schon aufpassen, wie du betest, ne? Haben wir auch gelernt, ne? Ich kann mich erinnern, wir waren ein paar Wochen Christ und wir wollten alles, ich meine alles. Und wir hatten dann so Berggebet gehabt und dann waren wir da auf dem Berg und es hat geregnet und ein Bruder und ich, wir haben jetzt gehört, oh, also Gott will echt ein Werk in uns tun und oh, da muss der Bruch stattfinden, haben wir eine Predigt gehört. Und dann knieten wir im Regen auf dem Berg und schrien zum Herrn, Gott, zerbrich uns! Kam eine Schwester aus der Gemeinde vorbei und sagt, sag mal, spinnt ihr? Ich sag, was? Warum? Und ich gesagt, weißt du, die Angriffe, die kommen doch von ganz alleine. Wisst ihr nicht, was ihr da betet? Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, Erzerbrechung! Ja, das hat er auch sich nicht nehmen lassen, ja. Dann haben wir die Schwester verstanden, haben gesagt, ah! Aber dann war es schon zu spät. Ich möchte ein Beispiel geben für dieses beschwerte Herz. Wir hatten mal, im Monat haben wir Familiengottesdienst und da gehen wir in besonderer Weise auch auf die Kinder einfach ein. Und da hatte ich eine Idee gehabt, so ein Stehaufmännchen zu besorgen, aber ich wollte so ein großes haben. Ich liebe manchmal einfach so bildliche Dinge zu machen, dass sich das so einprägt. Und da hatte ich dann so eins gefunden gehabt und dann sollten wir das aufbauen. Und dann habe ich noch einen Bruder geholt und habe gesagt, okay, lass uns das Ding mal hier irgendwie aufbauen. Und weil immer, wenn du das dann umkippst, steht es logischerweise auf, ne? Ist ja normal beim Stehaufmännchen, so. Auf jeden Fall war oben dann Luft reinzupusten, haben wir auch relativ gut geschafft. Und oben hat sie dann so eine Öffnung gehabt. Also, boah. Und dann haben wir reingepustet, aber bevor du den Stöpsel da dran machen konntest, war die Luft schon wieder draußen. Das ging nicht. Ich habe dann irgendwie so gesagt, ey, weißt du, es ist so unlogisch, ja. Das Problem bei mir ist, wenn ich Teile bekomme, ich brauche keine Bedienungsanleitung. Sind hier noch irgendwelche Männer da, die gerade... Ich schaffe das so. Als wir diese Anlage hier aufgebaut haben, wenn die Füße eingeklappt sind, kommt da so ein Eisending raus. Dann kannst du die Box aber nicht reinstecken. Die Füße müssen auseinandergeklappt sein, dass die Box reinkommt. Und das Ding kam an. Ich habe es hingestellt und habe versucht, die Box reinzumachen. Und habe gesagt, das geht nicht. Fehlinstruktion. Ich habe gedacht, das geht nicht. Und ich habe gesagt, wie kann man nur so blöd sein, wirklich, weißt du? Und da so ein Eisending einfach reinhauen. Da passt nichts rein. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Meine Frau hat die Bedienungsanleitung genommen. Und hat gesagt, sollen wir da reingucken? Sag ich, Quatsch. Die Herzen werden offenbar, ne? Und dann habe ich gesagt, Schatzi, das sind ein paar Teile, das werde ich doch wohl hinkriegen. Aber ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe echt überlegt, holst du die Flex? Ich habe echt gedacht, das kann nicht sein. Und meine Frau in aller Ruhe, lasse ich das durch, geht hin und klappt die Beine weg. Und während die Beine wegklappt, klack, geht das Ding rein. Und da habe ich so gedacht, ist auch nicht schlecht, eine Bedienungsanleitung. Jetzt, als ich das letzte Teil bekommen habe, habe ich tatsächlich reingeguckt. Ne?
erste Mal, ne? Also der Herr verändert die Herzen, aber du brauchst solche Lektionen einfach. So, mit diesem Stehaufmännchen, da hatte ich diese Einsicht noch nicht, ne? Aber das ist jetzt auch schon 3 Monate her. Also, ich habe schon eine Veränderung durchgemacht, preis dem Herrn. Ne? Und auf jeden Fall, der Bruder las die Bedienungsanleitung durch und sagte dann: Stefan, das müssen wir nicht aufpusten, da kommt Wasser oder Sand rein. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist ja auch logisch bei einem Stehaufmännchen, wenn überall Luft ist, da passiert nichts. Ja. So, und dann, da haben wir das Ding beschwert. Was ist jetzt passiert, wenn du dieses Ding beschwert hast? Es kam immer wieder hoch. Wenn wir unsere Herzen beschweren, kommt es immer wieder hoch. Wir sitzen im Gottesdienst, es kommt immer wieder hoch. Wir wollen das gar nicht, wir mögen das nicht. Du sitzt im Lobpreis oder stehst im Lobpreis oder liegst im Lobpreis, wie auch immer. Und es kommt immer wieder hoch. Und da ist dieses Ding und es kommt immer wieder hoch. Du willst es nicht, aber du hast dein Herz beschwert. Und dann stehen wir vor Gott und sagen: Gott, ich will das nicht. Weiß jemand, von was ich spreche? Oh, ich bin richtig hier. Du bist richtig hier. Wir müssen diese Angst verlieren vor Scham. Vielleicht hast du das erlebt, dass Leiter falsch reagiert haben. Vielleicht hast du das erlebt, unter Verdammnis und unter Anschuldigung gekommen. Aber ich möchte dir sagen, hey, es ist ein wunderbarer Nachmittag der Freiheit da. Und es ist so wunderbar, zum Herrn zu kommen und zu sagen: Herr, das steht sowieso immer auf. Ich will einfach mal das Wasser da unten alles rauslassen. Ich will das ganze Wasser rauslassen. Das beschwert mich nur, das macht dich nicht glücklich, das macht mich nicht glücklich. Lass uns diese Sutsche rauslassen. Ja? Und es mag sein, dass du vielleicht auch überhaupt gar nichts Falsches gemacht hast, wie wir das heute Morgen schon vom Hartwig gehört haben. Da sind Leute, die dich angeschuldigt haben, du bist verraten worden, du bist verkauft worden, wie auch immer. Und ja, vielleicht schleichen sich da Dinge in dein Herz ein, oder? Und du hast ja gar nichts falsch gemacht. Du hast echt nichts falsch gemacht. Das Schwierigste für mich ist immer, wo ich wirklich zu kämpfen habe, ist, wenn du in Leute wirklich was rein investiert hast. Du hast dir Zeit genommen, du hast wirklich richtig viel reingebuttert in die Leute und irgendwann stehen sie dann auf einmal hinter dir mit einem Messer in den Rücken, klatsch, und verlassen alles mögliche und so krass. Und das ist dann immer so richtig schwierig, ja. Und dann merke ich, dass mein Herz verletzt ist. Und dann merke ich, dass mein Herz beschwert wird. Ich habe ja gar nichts falsch gemacht, aber meine nächste Reaktion, die jetzt kommt auf diese Verletzung, das ist entweder eine Tür für den Feind oder eine Tür für Gott. Ja, es mag sein, du sitzt hier und sagst: Ja, ich habe da diese Schwere in meinem Herzen, aber ich hab echt nichts gemacht. Ich konnte gar nichts dafür. Ich versuche, in Liebe zu handeln, aber trotzdem ist da vielleicht Bitterkeit in dein Herz hineingekommen, Unvergeben in dein Herz hineinbekommen, und jetzt sitzt du da und dann kommt vielleicht die nächste Verletzung. Dann kommt der Nächste und dann sammelt sich das so an und du beschwerst das ganze Ding. Und es wird so mühsam, für Gott weiterzugehen, oder? Du willst schwimmen, du willst frei sein, aber immer wieder steht das auf. Was ist die Möglichkeit, die wir jetzt haben? Die Möglichkeit ist, den Stöpsel aufzuziehen. Wir müssen uns nicht tolle Tricks ausdenken. Fällt mir gerade ein Witz ein. Irgendwie passt er, weil ich denke, so verhalten wir uns manchmal. Jemand wurde gefragt: Du, wie nehmt ihr eigentlich die Leute in der Psychiatrie hier auf? Und er sagte: Das ist ganz einfach. Woher wisst ihr, dass der wirklich jetzt irgendwie nicht so ganz normal ist? Das ist ganz einfach. Wir setzen den in eine volle Badewanne, stellen dem einen Eimer hin, eine Tasse und einen Fingerhut. Und dann gucken wir, wie er die Badewanne einfach leer macht. Und dann sagt der Mann: Ah, verstehe. Und der den Eimer nimmt, der kommt nicht in die Psychiatrie. Und dann guckt er den an und sagt: Wir haben noch ein Bett frei, der normale zieht einen Stöpsel. Und wir sitzen manchmal in der Sutsche und wissen nicht, was soll man denn jetzt machen? Was machen wir denn jetzt? Und dann schütten wir mal hier aus, mal da aus und alles hilft nicht. Was wir machen können, ist, wir ziehen den Stöpsel, indem wir sagen: Herr, hier bin ich. Wir bekennen das. Wir sagen: Das ist meine Schuld. Und du kannst es machen, du kannst dir jemanden suchen, den du vertraust. Manche haben das Problem, dass sie sagen: Es gibt einfach keinen, dem ich vertraue. Ich würde, wenn ich jemanden finden würde, der vielleicht so gnädig umgehen würde wie ich, dann würde ich ihm das anvertrauen. Frag doch einfach mal den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kennt doch deine Not.
Er weiß doch, was in deinem Herzen ist. Er weiß, wie beschwer das ist und er sehnt sich danach, dich frei zu machen. Und dann kommt er. Aber ich kann dir eins garantieren, wenn wir mit einem beschwerten Herzen weitergehen, kommt es irgendwann, dass wir anfangen zu sinken. Der Punkt kommt. Und wir haben diese Möglichkeit, uns vorzubereiten. Und es ist so ein wunderschönes Wochenende, das wir hier haben. Bewahre dein Herz. Und wenn Dinge hineingekommen sind, dann lass den Stöpsel dieses Wochenende los. Dann lass diesen Stöpsel dieses Wochenende frei und sag, jetzt kommt das raus, jetzt kommt es auf den Tisch, jetzt, ich will nicht sagen, jetzt beichte ich das, ja, aber jetzt bekenne ich das, jetzt bringe ich das ans Licht, weil das Licht hat die Kraft, die Finsternis zu vertreiben. Ich habe erlebt, dass Leute nur durch das Bekenntnis frei geworden sind, weil sie einfach das Licht drangelassen haben. Ja, und es gibt Menschen, die haben mit vielleicht schwierigen Dingen zu kämpfen und das dauert eine Zeit, aber dann können wir mit ihnen dranbleiben und sagen, wir bleiben da jetzt dran, weil wir wissen doch, wie es ist, beschwerte Herzen zu haben. Wir wissen doch, dass wir daran keinen Spaß haben, oder? Was machen wir jetzt, Hartwig? Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du mit all dem Dreck, mit dem wir manchmal behaftet sind, uns doch willkommen heißt. Wir danken dir, dass du den Sünder nicht von dir wirfst, stößt und verwirfst, sondern dass du mit offenen Armen dastehst und dass du darauf wartest, dass wir vor dir ehrlich sind. Herr, wir beten für die Menschen unter uns, die mit beschwertem Herzen hier sitzen, die Geheimnisse mit sich rumtragen, die genau wissen, das muss raus aus meinem Leben. Wir beten, Herr, dass sie deine Liebe sehen, dass sie deine offenen Arme sehen und dass sie zu dir kommen und dass sie dein Licht empfangen und nicht länger verbergen und verstecken, was sie beschwert, sondern rauslassen und ans Licht bringen. So, Heiliger Geist, mach du jetzt jedem Einzelnen Mut und jeder Einzelne, der das betrifft, der soll wissen, bei dir ist er willkommen. Zu dir kann er kommen, kann ehrlich werden, ohne zu beschönigen, ohne zu verschleiern, ohne zu rechtfertigen, einfach nur zu sagen, das war nicht in Ordnung und ich bin schuld und vergib mir. Du sagst, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, bist du treu und gerecht, dass du vergibst und du reinigst auch von jeder Ungerechtigkeit. Und wir ehren dich für diese Güte, für diese Barmherzigkeit, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen, sondern dass wir Gnade bekommen. Halleluja. So, Heiliger Geist, mach du Mut jedem Einzelnen, den das betrifft, der es weiß, solche Dinge gerade bringen, gerade ans Licht bringen. Soll zu jemandem gehen, eine Person seines Vertrauens und Sünde beim Namen nennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Halleluja. Tu du dein Werk, Heiliger Geist. Dass Menschen diese Gnadenstunde erkennen und dass sie nutzen, was du ihnen anbietest. Dass sie nicht mit ihrem Geheimnis, mit ihrer Schuld, die sie jahrelang drückt, wieder nach Hause fahren, sondern ans Licht kommen und frei werden und unbeschwert sind. Und wieder glauben können und vertrauen können und empfangen können, alles von dir. So, wir beten, dass du jedem Einzelnen klare Anweisungen gibst und Weisheit gibst, wie umzugehen ist mit dem, worauf du deinen Finger jetzt legst. Und du weißt, Heiliger Geist, wem du was wie zu sagen hast. Und hilf du uns, einfach offen zu sein. Und wir danken dir für die Barmherzigkeit des Vaters, der uns wegen der Sünde nicht verwirft, sondern sagt, ich bring das in Ordnung, ich helfe dir, ich stehe dir bei, ich verachte dich nicht in deiner Sünde, ich stehe dir bei und ich helfe dir, das aus deinem Leben herauszubringen, weil ich bin dein starker Retter. Halleluja, danke Vater, dass du die Antwort hast auf unsere Sünde. Halleluja, wir danken dir dafür. Amen, 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 Halleluja.